Guten Tag und willkommen zu Princess Nom Nom! Ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech darstellen soll. Habe ich gerade zufällig gefunden, das Spiel sah super süß aus. Und es geht darum, dass wir diese nette kleine süße Prinzessin füttern müssen. Denn sie heißt Prinzessin Nom Nom. Und das Nom Nom steht dafür, dass sie essen möchte. Click me. Los geht's, Leute. 10 geile Fleischkeulen. Ich habe 15, oder? Geht nicht. Ah, ich muss auf Princess Nom Nom drücken. Was ist da gerade aus ihrem Bauchnabel rausgeklettert? So ein kleines weißes Viech. Oh, das Spiel ist so zuckersüß. Was ist das für ein kleines weißes Viech? Ah, ich kann es in den Wald schicken. Okay, jetzt geht in den Wald schicken. Und was bringt das mir jetzt? Ich habe 5 Fleisch. Steigt das auch irgendwie nur? Ich habe irgendeine Beere mitgebracht. Okay. Ey, das steigt bei mir dann Fleisch. Okay. Interessant. Ja gut, dann füttern wir ihn nochmal. Da kommt noch ein kleines süßes weißes Ding raus. Oh, so putzig. Ich verstehe aber nicht, wieso die einen... Kann ich auch noch einen schicken? Nee, ne? Es gibt nur einer. Ich verstehe nicht. Die kleinen Viecher laufen in den Wald, holen irgendwelche Beeren, füttern damit Prinzess Nom Nom und ich krieg dadurch Fleisch. Jetzt habe ich 23. Hier. Nom 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 Nom. Schicken wir noch jemanden in den Wald. Die kleinen süßen weißen Viecher. Steht auch 3 Stück, habe ich in der Ecke, okay. Aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Füttern wir einfach mal. Einfach mal füttern. Ich habe hier Upgrades. Gucken wir mal gleich rein, was das bringt. Okay, ich muss noch mal. Ich will mehrere gerne in den Wald schicken. Wahrscheinlich muss ich das upgraden. Da gucken wir mal kurz die Upgrades an. Run Forest Run. Reduce the time to need to get food from the forest. Okay. Und upgrade some of the food looted from the forest. Alter, da kann ich so viel Fleisch farmen. Dann geht das. Da brauche ich ja ewig. Und das bringt mir ja auch irgendwie nichts, merke ich gerade, mehr von diesen weichen Viechern zu erstellen. Das bringt mir irgendwie ja nichts. Weil ich kann ja trotzdem nur einen schicken. Also würde ich sagen, ich glaube, ich baller erstmal hoch das Fleisch auf wie viel? Auf 160. Dann geht das schon mal schneller. Ja, dann geht das schon mal schneller. Und dann kann ich schon mal mehr Fleisch generieren. Und dann, ach, guck mal, da kann ich den Wald verbessern. Moment, ich konnte gerade 40 Fleisch opfern für etwas anderes. Oder ich opfere 50 Fleisch dafür. Komm, ich hau 50 Fleisch da rein. Guck mal, jetzt kommt da noch was. Jetzt gehen die wahrscheinlich noch Fische fangen, oder? Und wahrscheinlich, wenn ich dann diese einzelnen Bereiche nochmal upgrade, dann kann wahrscheinlich dann noch einer mehr hin. Guck mal, er hat einen Fisch gefangen. Davon gibt es sogar 20. Ja, genau, jetzt kann ich sogar 2 dahin schicken. Boah, das grenzt ja gerade hier an Cookie-Clicker. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Yippie! Die kleinen weißen Viecher sind so süß. Die sind so süß. Okay, ich habe immer noch zu viele weiße Viecher. Ich mache jetzt noch die Dingens noch weiter, glaube ich. Erweitere ich jetzt nochmal das Fischzeug. Den See nochmal erweitern, dass da auch noch mehr hin können. So. Und jetzt habe ich einen immer noch too much. Ja, ich habe immer noch einen too much. Ich glaube, ich werde jetzt gleich erstmal upgraden. Ja, damit die schneller laufen. Bibi! Die kleinen süßen Viecher, ey. Ah, Princess Nom Nom. Du wirst heute noch richtig satt. Ja. So, Upgrade. Hauen wir mal rein hier. Können die schneller laufen. Achso, das ist nur für den Wald. Okay. Ich glaube, ich grade gleich den Wald ab. Moment, ich fütter dich nochmal kurz. So, dann graden wir mal kurz den Wald ab. Dann laufen schon mal 3 Leute hin. Ich glaube, ich baller den Wald gleich nochmal höher. Oder ich hole mir gleich hier das untere, das neue. Warte, machen wir erstmal so. Jetzt benutze ich auch alle Viecher, die ich habe. Alle komischen Weißen, was auch immer die darstellen sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich hab generell keine Ahnung, was das hier alles darstellen soll. Ich habe 6 von diesen komischen Weißen und ein riesiges pinkes Ding. Und was das alles darstellen soll, ich habe keine Ahnung. So, machen wir dann hier. Da gibt es jetzt Getreide. Okay. Warte, wir lassen nochmal einen gebären und schicken ihn mal dahin. Und der holt da jetzt was raus? Der braucht voll ewig. Oh, ein saftiges, dickes Steak. Darauf habe ich jetzt auch Lust. Hol dir noch ein geiles, saftiges Steak. Okay, ich kann wieder was upgraden. Und zwar... Upgrade some of the food looted from the forest. Wie? Ich möchte das hier upgraden. Ich möchte lieber das andere upgraden. Damit, Fische schneller geholt werden. Möchte ich lieber upgraden.
Genau, machen wir das hier. Wahrscheinlich werden dann die einfach nur, das andere Upgrade ist wahrscheinlich nur, dann werden die einzelnen Bereiche wahrscheinlich effizienter, oder? Warte, wir ballern mal noch hier so einen kleinen raus. Und werden das hier noch upgraden. Ballern noch einen raus, upgraden nochmal. Alter, jetzt geht's richtig los, Leute. Jetzt geht die Farm erst richtig los. Hier schon 600. Alter, jetzt geht's hier richtig los. Jetzt geht's hier richtig los. Ich glaube, ich sollte mehr von den weißen Viechern machen. Ich glaube, ich sollte viel, viel mehr von den weißen Viechern machen. Komm mal, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Dann ballern wir hier auch noch drei Stück raus. So, da können jetzt acht Leute hinlaufen. Ich baue noch einen weißen. Ich baue noch einen weißen. Ich habe gerade einen zu wenig. Alter, das ist so viel. Mein Gehirn kommt gerade nicht auf das Leben klar. Ich muss gleich erstmal das Steak-Zeug da unten upgraden, damit das auch schneller geht. Könnt ihr auch irgendwie automatisch laufen? Vielleicht kann ich gleich noch später irgendwas lernen, wo sie dann automatisch oder sowas laufen. Upgraden, irgendwie sowas. Mal schauen. Wäre sehr praktisch, wenn die alle automatisch laufen würden. Das wäre sehr praktisch. Ja, ja. Kann ich schon die Farm hier upgraden? Ich glaube schon. Ja, kann ich. Dann machen wir nochmal. So, und dann brauchen wir jetzt, hier. So. Noch einen, bitte. Auch noch einen. Perfekt. So, jetzt haben wir hier drei, da vier und da acht. In dem Moment fehlt immer noch einer. Mir fehlt... Nee, habe ich alle. Alle vier. Okay. Dann werde ich gleich, glaube ich, noch die Schnelligkeit des Fleisches upgraden. Alter, das ist so much. So, was? Reduce new areas... Achso, okay. Das hier. 830. 830. Oder ich steigere die Produktivität. Ich kann auch die Produktivität steigern. Die kostet mich 300. Das haben wir gleich schon. Haben wir schon. 300. Produktivität gesteigert. Hoffe ich doch, dass damit die Produktivität gesteigert wird. Ich weiß nämlich nicht genau, was das machen soll. Doch, genau. Produktivität gesteigert. Jetzt holen die noch sogar größere Traubenmengen raus. Ja, ist gelohnt. Dann machen wir das bei den Fischen auch. So. Und dann machen wir das gleich bei dem Fleisch auch. Alter, die bringen da jetzt sogar Sushi. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Boah, jetzt kriege ich sogar Hunger. Ich wär so gerne Prinzess Nom Nom. Wer wäre nicht gerne Prinzess Nom Nom? Jeder von uns möchte gerne Prinzess Nom Nom werden, oder? Ich sehe gerade, ich habe einen weißen zu viel. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So, graden wir nochmal das hier auch auf, damit die noch was Geileres da holen können. Zack, zack. Yippie! Wie die sich freuen, ey. Das ist super süß. Super süß. Ich möchte gerne jetzt wissen, dass die von unten was anderes Neues holen können. Kommt nix. Die bringen immer nur noch geile Steaks. Da hat sich nichts verändert. Es ist too much! Mein Gehirn ist gerade überfordert. Ich versuche gerade so schnell wie möglich irgendwie was aufzubauen. Aber mein Gehirn ist überfordert! Moment, was haben wir denn hier noch? Das brauche ich. Genau, das und das brauche ich. Das beides brauche ich. So, kann ich das andere auch noch holen? Ja, perfekt. So, jetzt müssen die was Neues holen. Das andere, was ich gerade geupgradet habe, ist irgendwas, was komplett anderes. Jetzt bringen die, Alter, sogar gebratene Steaks oder gegrillte Steaks. Jetzt geht's richtig ab, Leute, jetzt geht's richtig ab. Ich würde sagen, wir schalten jetzt den neuen Platz hier frei. Kann ich nicht. Doch, geht. Geht. So, und zwar gibt's da jetzt noch was Neues. Mal gucken, was da jetzt kommt. Mal gucken, was da jetzt kommt. Jetzt kommt ein geiler Hamburger oder so. Bring was Geiles. Komm schon. Komm schon. Nice! Alter, die Fabrik müssen wir sowas von aufmotzen. Eis, Leute, ist wichtig für Princess Nom Nom. Wie langsam der ist, das Eis zu holen. Er ist richtig langsam. Er ist richtig langsam. Jetzt kann ich hier noch eine neue aufrüsten. Aber das lasse ich erstmal, die neue Fabrik, wie auch immer. Ich kann jetzt hier die Zeit verbessern. Popping Discount, Reduce Minions Price. Oh, das ist cool. Aber ich glaube, ich ballere nochmal hier kurz die Dingens hoch. So, zwei brauchen wir hier. Dann machen wir hier auch noch. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Haben wir jetzt überall ein bisschen verbessert, ja? Ein bisschen mehr Platz geschaffen im Wald. Alter, die ballern die so voll. Und die wird einfach nicht dicker. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht gibt es auch irgendwann ein Ende, dass ihr dann irgendwie platzt oder so. Ich weiß es nicht. Voll brutal. So süßes Spiel, alles voll niedlich und am Ende. Boom! Explodiert ihr einfach nur und wird einfach hier alles blutig sein. Ich weiß es nicht. Yippie! Ihr kleinen süßen Viecher. Ich würde sagen, dann motze ich gleich hier noch das unten auf. Und zwar 1, 2, 3. Okay. So, so. Und dann brauche ich hier noch 1, 2, 2. Hallo? 1, 2. Oh, ich bin gerade voll überfordert. Und noch einen. Hallo, ich möchte noch einen. Ach, die haben nicht genug Fleisch.
Princess Nom Nom, bitte hau was raus. So, jetzt müssen es genug sein eigentlich. Zack, zack. Ja, jetzt habe ich für jede Fabrik oder für jeden Abtei genug. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall genug. Ich würde sagen, ich mache jetzt alle einfach erstmal auf 10. Also die unteren drei. Mach jetzt mal auf 10. Dass wir bald 10 hinlaufen können. Und auch ich genug, auch genug Leute habe, die da hinlaufen können. Machen wir da. Da habe ich schon 10. Da machen wir hier noch gleich 10. Ja, bitte beeilt euch. Bitte beeilt euch. Ach, Moment. Hier kann ich noch hinschicken. Da kann ich noch hinschicken. Ich bin so überfordert gerade. 1, 2, 3. So, dann brauche ich auch jetzt wieder 10 neue Minions. 3 neue Minions. Das ist dann 1, 2, okay, der eine kommt gleich. Und 3. So, jetzt habe ich wieder genug. Da sind 10, da sind 10 und hier unten kann ich nochmal 4 aufrüsten. Alter, das ist too much! Mein Gehirn kommt da gerade nicht mit. Moment, was habe ich neue Upgrades? Reduce time to need get, das brauche ich. Nee, das brauche ich gar nicht. Speed of all minions, wow, das brauche ich. Hier. Das brauche ich. Da sind die alle noch schneller. Boah, jetzt geht's richtig ab, Leute. Boah, wie schnell die sind! Los, meine kleinen Minions! Füttert die Prinzessin! Ja. Die Prinzessin, wir leben alle für die Prinzessin. Ich sehe in Wirklichkeit auch so aus wie einer dieser Minions, ja. Ich bin der Koordinator. Ja, ich schicke die Minions alle hin und her. Ich bin sozusagen der Chef der Minions, ja. Aber meine Chefin ist natürlich immer noch Prinzessin Nom Nom. Ja, das steht fest. Das steht fest. Let's go! Da hat jemand gerade irgendwie so eine mega tiefe Stimme gehabt. So, hier brauche ich noch 4. 1, 2, 3. Na, das wollte ich nicht. Egal. Ich brauche jetzt noch 2 neue Minions auf jeden Fall, weil ich gerade um 2 geupgradet habe. Es ist so viel! Es ist so viel! Aber gleich geht's richtig ab, Leute. Gleich habe ich die alle auf 10. Und dann geht's hier richtig ab. So, habe ich gerade genug Minions? Nein, mir fehlt noch Minion. Perfekt. Jetzt müsste ich genug Minions für meine momentane Produktionskapazität auf jeden Fall haben. Oder? Doch, habe ich. Dann motzen wir das noch weiter auf. So, so, so. Und jetzt brauche ich einen neuen Minion wieder. Bitte einen neuen Minion. Ich brauche einen neuen Minion, bitte. Ja, perfekt. So, jetzt kann ich wieder dahin eins schicken zum Eis holen. Und gleich schauen wir uns mal, wenn ich gleich die unten alle 3 auf 10 habe, dann schauen wir uns mal gleich die Upgrades nochmal an. Ja. Und werden dann wahrscheinlich uns mehr dann auf das Eis konzentrieren, denke ich mal. Alles der Reihe nach. Alles der Reihe nach aufrüsten. Ja. Alles der Reihe nach aufrüsten. So, zack. Jetzt brauche ich wieder ein Minion. Jetzt brauche ich wieder ein Minion mehr. Yippie! Der mit dem Eis am besten, ey. So immer alleine. Also keine Freunde, die mit ihm mitmachen. So. Jetzt habe ich wieder genug. Für jede Produktion genug Minions. So, gucken wir uns mal kurz die Upgrades an. Increase all food gains. Alter, ich kann nicht lesen. Das möchte ich jetzt als nächstes. Dann kriege ich für alles mehr Fleisch, denke ich mal. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Oder? Let's go! Das wäre nämlich sehr nett. 2900 brauche ich, okay. Ach, okay. Ich würde auch mal gucken, ob ich vielleicht später noch weiter diese einzelnen Farmen aufrüsten kann. Was ist das hier? Transcend your Nom-Existence, become the Nom itself. Wie? Ich kann aus einem Minion eine Prinzessin machen? Oder was? Aber dafür brauche ich 10.000 Punkte. Ah, guck mal, die hat eine neue Krone. Die Prinzessin hat eine neue Krone. Also die Prinzessin. Geheiligt sei die Prinzessin. Geheiligt sei die Prinzessin Nom Nom. Alle für die Prinzessin Nom Nom. So sieht's aus. Das ist die Möglichkeit eigentlich ein Bösewicht. Das ist bestimmt ein Bösewicht. Niemand kann so süß, süß und unschuldig sein. Ja? Niemand. Niemand. Sie ist definitiv böse. Soll ich die 10.000 Punkte voll machen und dann zu gucken, was die 10.000 machen? Ob ich dann wirklich eine zweite Prinzessin machen werde? Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. Oder ist es dann das Ende? Weil ich dann selber eine Prinzessin geworden bin. Weil ich sie gut gefüttert habe und gut koordiniert habe, werde ich gleich selbst eine Prinzessin. Yippie! So, jetzt habe ich 10.000. Was ist das? Empress Increase. Das habe ich doch schon. Achso, das nochmal. Achso, diesmal um 50%. Origin of all Nom. Was zur Hölle? Achso, das war's! Achso! Das war's! Okay!
Das ist das Ziel des Spiels. Das ist das Ziel des Spiels. Ah, also habe ich das jetzt im Prinzip durchgespielt. Ich habe 14 Minuten und 18 Sekunden geschafft. Ich werde euch das Spiel in die Beschreibung verlinken. Ihr könnt es euch kostenlos runterladen und könnt ihr vielleicht diese Zeit toppen. Dann macht den Screenshot und schickt es mir auf Twitter. Dann sage ich, boah, ihr seid die geilen Ficker. Ja, sowas sage ich dann. Okay, das war jetzt aber auch mein erstes Mal, ja. Deshalb, ich kann das bestimmt auch besser schaffen. Nur das war jetzt mein erstes Mal. Ich musste jetzt ein bisschen erstmal reinfinden und herausfinden, was das alles ist und so weiter. Aber geht bestimmt auch besser. Und vor allem, man kann ja viel weitermachen. Man muss ja nicht unbedingt diesen für 10.000 Fleischkeulen dieses Achievement kaufen und somit das Spiel beenden. Muss man ja nicht. Man kann ja einfach weiter und weiter bauen, bis man den ganzen Bildschirm voller weißer Dinge hat. Ja, kann man vielleicht auch versuchen. Könnt ihr vielleicht versuchen und mir dann ebenfalls ein Foto schicken, wie ihr das vielleicht alles geschafft habt, den ganzen Screen damit voll zu füllen. Vielleicht geht das auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, das war's von Princess Nom Nom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein netter kleiner Ausflug in die Welt von Prinzessin Nom Nom. War super lustig und vor allem super süß. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst bestimmt, wie wir es zeigen können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von was auch immer. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis demnächst. Tüdelü.